Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von und mit eurem Gameblamer. Ich muss mir jetzt noch mal eben mein Headset hier in den Kopf stecken, damit ich auch überhaupt was höre von dem Spiel. Aber glaube ich nur eine Seite, reicht mir vollkommen. Ja, und ich zeige euch heute hier den Zombie-Training-Simulator. Ein richtig geiles Spiel, was, das hat diesen Reiz von wegen dieses, ach, noch eine Runde, ach, noch eine Runde, ach, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr, doch noch eine Runde. Ja, und ihr seht hier schon, hier habe ich den ganzen Tisch voll mit Waffen. Die muss man sich freispielen. Ich habe jetzt 9678 Zombies getötet und dementsprechend habe ich hier die Waffen schon freigeschaltet. Bei 10.000 kriege ich jetzt endlich die AK-47. Ich nehme die Shotgun, weil die Shotgun einfach die geilste Waffe überhaupt ist. Eine Hand muss frei bleiben. Da könnt ihr keine Waffe zunehmen, weil damit müsst ihr immer hier sowas nehmen wie Handgranaten, Fleisch, um die Zombies anzulocken und so weiter. Und, oh, sehr guter Wurf. Ja, Skill-Test machen wir jetzt nicht, weil da kommen nur einfach Zombies aufgehalten und man muss sie so schnell wie möglich erschießen. Das ist Blödsinn. Survival ist der Spielmodus, den wir haben wollen. Und ihr seht schon, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Level hier zur Wahl. Davon zeige ich euch jeden mal kurz angeschnitten, zumindest die erste Welle. Die erste Welle ist nicht ganz repräsentativ für das, was später hier im Spiel passiert, weil das nachher richtig knallhart wird. Hier haben wir Fleisch, damit locken wir Zombies an. Das habe ich jetzt dahin geworfen, damit die Zombies dahin rennen. Seht, da kommen hier halt Wellen von Zombies und wir können sie mit unserer Shotgun erschießen. Zack! Und hier mit den Benzinkanistern und Propangasbehältern, die hier so rumliegen, können wir auch ein bisschen aufräumen. So, kommt mal her, ihr Schweine. Zack, weg seid ihr. Ja, das ist der erste Level. Den zweiten Level zeige ich euch auch so gleich. Das ist The Forest. Jeder Level sieht ein bisschen anders aus. Man hat entsprechend viel oder entsprechend... Oh, war das ein Scheißwurf. Entsprechend viel oder entsprechend... Was ist denn hier heute los mit mir? Oder entsprechend wenig Zeugs zum Werfen. Ihr seht, hier habe ich auch schon kein Propangas mehr, sondern ja, so Benzinkanister. Natürlich hat sich die Umgebung geändert. Wäre ja auch Blödsinn, wenn sich die Umgebung die ganze Zeit dieselbe wäre. Das wird nach einer Zeit ja langweilig werden. Ihr merkt schon, ich bin schon gar nicht so schlecht. Jetzt kann ich leider keine Waffen mehr aussuchen. Und da kommt die erste große Schlange von Zombies. Ja, Nachteil an der Shotgun ist natürlich, dass sie jetzt nicht unbedingt was für Scharfschütze ist. Zack, 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 zack. Ihr kommt nicht an mein Fleisch, ihr Schweine. Zack. So, der nächste Level ist... Rally, und das ist schon Expertenmodus. Die Zombies verändern sich mit der Zeit auch, muss ich dazu sagen. Und hier seht ihr auch schon, hier habe ich nur noch 2 Stücke Fleisch. Vorher hatte ich, glaube ich, so um die 5. Jetzt wird es ein bisschen haarig. Die Zombies werden auch besser, denn jetzt haben die Zombies zum Beispiel schon mal zwischendurch Eimer auf dem Kopf, um sich zu schützen. Es kommt eine neue Zombie-Art, und zwar einer mit dem Banjo, der saugt alle Zombies quasi an. So als wenn ich ihm jetzt das Radio hinwerfen würde, das hinter mir steht. Das kann ich nämlich auch werfen. Weil jeder weiß ja, Geräusche ziehen Zombies an. In der Ellie ist es eigentlich ziemlich leicht, wenn man die Shotgun hat. Zumindest anfangs. Weil die kommen ja konzentriert erstmal hier aus einer Richtung, da war gerade ein Kochzombie. Da kann man eigentlich anfangs erstmal nicht viel falsch machen, außer nach vorne zu schießen. Nachher kommen sie da oben vom Dach noch runter. Ist aber alles noch einigermaßen machbar. Wenn man die Shotgun hat. Da sehen wir, die kommen dann hier mit diesen komischen, ich weiß nicht, wie diese Dinger heißen. Und da haben wir den ersten Zombie mit Hut. Sprich, mit Eimer. Die sind ein bisschen schwerer zu erledigen, eben wegen des Eimers auf dem Kopf. Ja, ihr merkt schon, hier kommt schon ein bisschen in Bedrängnis. Ich komme jetzt auch gar nicht dazu, eigentlich nach dem Propangas zu greifen. Da
nach einer Handgranate. Ey, Leute, Vorsicht, ja, hier liegt noch Fleisch. Bam. Und so wird das natürlich bei jedem Level schwerer. Da haben wir noch The Quarry. Das ist hier eine ziemlich freie Sache. Hier kommt jede Runde, kommen die Propangasbehälter und Kanister und so weiter, die man vorher immer an einer bestimmten Stelle hatte. Die kommen hier ziemlich, unregelmäßig in verschiedenen Abständen. Dann liegen sie mal da, dann liegen sie mal woanders, hier runtergefallen vom Himmel. Da kann man sich auch nicht auf eine Strategie festfahren, wie ich das zum Beispiel halt mache bei The Forest. Da liegt immer vor einem in der Mitte ein Propangasbehälter. Und da weiß ich, da schmeiße ich erstmal ein Stückchen Fleisch hin. Da bin ich eigentlich erstmal am Anfang ziemlich safe. Kann man hier jetzt nicht machen. Da muss man jedes Mal neu gucken. Wo liegt der Kack jetzt? Hier ist am Anfang auch noch relativ einfach. Da kommen sie aus einer Richtung. Nachher kommen sie auch noch von da drüben aus der Höhle raus. Da geht das Ganze schon ein bisschen kniffliger. Aber wie gesagt, ist ja auch nur erstmal die erste Welle. Und hier seht ihr, jetzt fallen die ganzen Sachen von woanders runter. Und wenn man Pech hat, liegt hier jetzt in der Mitte zum Beispiel gar nichts. Wenn ich jetzt hier ein Stück Fleisch hinwerfe, hat das absolut gar keinen Effekt, weil ich habe nichts in der Nähe zum Luftjagen, außer halt jetzt... Oh, was ist jetzt los? Außer dem Propangas-Behälter, den ich da jetzt hingeworfen habe, von mir aus. Oh! Gefälligst du Fleisch, ihr Spinner? Oh, da kamen sie wohl von der Seite. Ja, nicht geschafft. Oh, ich habe über 10.000. Jetzt kann ich hier die AK benutzen. Die benutzen wir direkt mal im letzten Level. Mal wechseln. Nein, nicht die MP5. Oh, die AK. Yeah! Ja, die habe ich jetzt gerade erst live freigespielt. Ich habe sie noch nie benutzt. Ich weiß nicht, was mich jetzt hier erwartet. Wie gut die ist. Aber das werden wir gleich sehen. Ihr merkt schon, ich bin schon ziemlich zielsicher. Ja, die schießt natürlich durch die Mülleimer von den Zombies durch, ne? Das erwartet man ja wohl auch davon. Ja, so easy ist es mit dem Maschinengewehr. Ich bevorzuge trotzdem die Shotgun. Pump Gun. So, hier fallen die Sachen natürlich auch wieder random vom Himmel. Ja, weil das ist ja... da hinten kommt der Benjo-Zombie. Wie gesagt, der zieht die alle an. Das hat sich jetzt bestimmt total dämlich an. Und oh, das Fleisch ist hier hingeflogen. Das ist nicht gut. Sowas ist nicht gut. Ja, und nicht aus den Augen verlieren, dass da auch noch welche sind. Boah, gerade rechtzeitig noch. Ja, die AK-47 kann was. Sie ist gut. Ja, wenn man das mit dem Werfen perfektioniert, kann man eigentlich richtig gut was hier erreichen. Und immer schön auf Kopfhöhe schießen. Man kann eigentlich auch anfangs zumindest nicht viel schief gehen. Ja, guckt euch mal an, wie viele das sind. Jawohl. Ja, und so geht's weiter und weiter. Und das Geile an dem Spiel ist einfach, dass es nicht langweilig wird. Es ist zwar immer, dass eine Welle nach der anderen kommt, aber es wird immer schwieriger. Und es ist so, dass man hier wirklich so rumsteht und sagt so, noch eine Runde. Ja, okay. Es ist wirklich Hammer. Es macht süchtig.
muss man einfach sagen. Oh! Weg von mir! Bleib mir vom Leib! Scheiße. Tja. Das war's. Aber globaler Rang 52 für Expert nicht schlecht, oder? Ja, was kann man noch sagen? Also Grafik super, Spielspaß super, Spielbarkeit super. Es ist ultra präzise auch. Sonst kann ich nicht so gut aus der Hüfte treffen. Ja, und macht einfach Bock. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr eine HTC Vive habt, könnt ihr bedenkenlos zugreifen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Stay tuned, euer Gameblamer. Vergesst nicht, mich zu abonnieren und zu liken, weil ich versuche jeden Tag neue HTC Vive Videos hochzuladen mit neuen Spielen oder neuen Tipps und Tricks, was man so noch damit machen kann. Stay tuned, euer Gameblamer. Ciao. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.